Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu die Siedler 7. Die Chroniken von Tandrian. Ja, wir sind immer noch in der zweiten Mission, Flucht aus dem Norden. Und werden hier ziemlich stark belagert. Von ziemlich starken Truppen, gegen die wir leider nichts machen können, weil wir keine... Ja. Oh, da beginnt einer wieder eine Handelsexpedition. Da beginnen wir auch mal wieder eine. Ich habe ja hoffentlich noch einen Händler oder so. Habe ich noch Händler? Ja, ich habe noch zwei Händler. Ja, ich muss halt gucken, dass ich Geld mache. Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Oder dass ich nur für noch mehr Stoff sorge. Und ich sollte den Sturmangriff langsam mal erforschen. Dass ich wenigstens den Vorteil habe. Der kostet mich 4,42. Oh ja, und ich sollte auch endlich die Geistlichen, also 10,6, für die Schatzinsel zusammenkriegen. Dass ich an das Geld komme. Dass ich noch mehr Einheiten ausbilden kann. Noch ein bisschen Geld hier. Ich habe noch ein bisschen Geld hier drin. Gut, die wichtigsten Sachen kann ich ja ertauschen. Also gerade Gold, Nuggets und Eisenbarren. Und ja, Klamottenproduktion kann ich sowieso aufrechterhalten. Gold zu kommen. Ja, die brauchen halt Ringe, also zwei Ringe werde ich brauchen.
So, jetzt fehlen doch die zwei Geistlichen. Ein Geistlicher. Also ein Pater fehlt noch. Das sollte der hier jetzt sein. Sehr schön. Für die beiden Brunnen habe ich ja nicht genug Stein. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Ich aber auch. Ein neuer Handelsposten wurde erfolgreich von euren Kaufleuten errichtet. Ja, die Totenbeschwörung sollte ich eigentlich auch machen. Und das Reinheitsgebot ebenso. Also eigentlich sollte ich alles erforschen. Aber erstmal will ich gerne... Ja, den Schatz der Schatzinsel haben. Also das waren, wie viel? 10 und 6. 10 und 6. Und das sieht böse aus. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Gucken wir mal kurz auf unsere Verpflegungskarte. Wo wird überall Wurst? Hier wird Wurst gebraucht, bei den beiden. Beim Metzger selber. So, da wir ja genug Fleisch produzieren, jetzt mittlerweile durch die Schweinezüchter, einigermaßen jedenfalls. Ja, zum Glück habe ich das hier nie ausgebessert. Ja, ich habe zwei verdammt starke Armeen gegen mich. Drei sind 9, 6 sind 18, ja. Ah, und der hat sich festgefahren.
So, mal sehen, kriege ich nur das Gold oder kriege ich auch... Ja, ich kriege nur das Gold hier. Und auch nur das Gold hier. Okay. Es ist halt echt doof, dass ich keinerlei Bergwerk hier in der Region habe. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich diese Region einnehme, die er auch noch befestigt hat. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon verkackt habe. So, wir haben aber auf jeden Fall die Geistlichen, die wir brauchen. Also nochmal 442 für die Geisterarmee. Ja, komm, den sollte ich ausbauen. Da sind meine Geistlichen unterwegs. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. Sehr schön. Ihr seid auch gleich angekommen. Ihr habt eine Kraft. Durch euch haben wir unsere Freiheit wieder erlangt und könnt diese verfluchte Insel verlassen. Nehmt unsere Schätze und verwendet sie mit Bedacht. 40 Gold, 10 Schwerter, 20 Ringe. Aber immer noch keine Kaserne.